eine Stützwand mit traditioneller Bauweise. Ich habe es probiert, es hat funktioniert und in dem Video zeige ich euch, was ich gemacht habe. Jawohl! So, dann gehen wir mal weiter mit dem Schnitzen. Und zwar habe ich da meinen Plan, ja, wie vorher erklärt. Dann suchen wir da das nächste raus, was ich brauche. A4. Ja. A4, das ist jetzt der, der da erinnert. Den A4. Jetzt muss ich erst einmal die Ausklinkungen rausschneiden da. Und dann muss ich ja den Winkel da hinschneiden, der 45 Grad Winkel. Aber erst einmal die Ausbuchtungen, so A4. Das heißt, wir drehen den Plan wieder um. A4 ist das Prickel da. Ja, da habe ich da meine Maße erinnert. Das heißt, die Messe von da hinten. 50er Vierer, dann habe ich eine 20er Ausklinkung für eine 20er Zange da rein. Dann wieder von Ursprungspunkt 4er 1,50 m und wieder von Ursprungspunkt 4er 2,70 m. Da habe ich die drei Ausklinkungen erinnert. So, und die habe ich da herin, die Maße. Ja, dann gehe ich her auf den Balken, dann lege ich da Meterstab her, dann gehe ich auf 50, weil vorher im Plan drin gestanden ist, 50, mache ich einen Strich, mache ich bei 70 einen Strich, das ist diese, die 20er Ausklinkung, die kommt raus, 5 cm tief, dann gehe ich weiter, wie im Plan drinnen steht, 1,50 m und dann 1,70 m, wieder 20, werden auch wieder 5 cm ausklinkt, ja, kommt dann noch sowas raus, ne? Schneidest du jetzt sowas raus da, ja, seht ihr gleich, und dann wieder Meterstab nachziehen und dann hast du da die 2,70 m wieder 20 Ausklinkung und da hinten kommt dann der Winkel hier, den macht man dann auch, aber jetzt schneide ich erst einmal die Ausklinkungen raus und so gehe ich vor bei dem Plan, den was man jetzt wegwart, weil der Wind ist brutal, der Wind ist halt brutal, ja, wie jetzt hören, hoffentlich ist der Ton recht. Passt der Ton, aber mei, ist es so. So, das ist mein Plan. Da gehe ich strikt vor, dann hackel ich aber ab, was ich habe, dass ich nichts falsch mache und nichts verschneint. Ja. Also länger nur ein paar da. Habe schon ein paar geschnitten. Und so ist die Prozedur, aber jetzt schneide ich mal, jetzt klinke ich mal das raus. Und zwar mit meiner 62C. Die muss ich jetzt hier nehmen, weil die 23er. Der springt nicht mehr rauf. Ja, also nehmen wir die 62, fast ein bisschen zu lang das Schwert, 45er Schwert, das ist für sowas fast einfach zu grob, ne? Kann man schon machen, aber der Preis ist einfach die 23er mit einem 30er Schwert, die war ideal, aber passt, wunderbar, also, legen wir los.
So, als nächster müssen wir da den 45 Grad Winkel da so hinschneiden, weil ich möchte das so, ja, so stickeln, das muss gestickelt werden, weil ich so lange Sachen nicht am Sägeweg schneiden kann. Und auch so lange Bäume, die wo da und da gleich dick sind, dann, die sind ganz selten, dass du die gleiche Dicke hast, weil die alle ein bisschen dünner sind da und dann musst du da so viel wegnehmen und so weiter. Darum stickelt ich das. Und jetzt müssen wir da die 45 Grad so hinschneiden. Ganz einfach, da habe ich auch 93 von vorne bis zur Spitze vom 45 Grad Winkel 93. Also, das ist wieder der. Der wird dann da wieder 93 für gemessen. Ja, liegt schon da, habe ich schon gezeichnet. 93 ist da, oder? Und dann haben wir da so eine Vorrichtung gebaut, ganz einfach. Einfach ein Prell und den 45 Grad Winkel hier geschraubt. Das lege ich jetzt dann an die Kanten her. Dann oben, wo ich einen Strich gemacht habe, die Spitze. Und dann mit dem Bleistift einfach runterzogen. Ja, ist ganz einfach zum Halten. Einfach her. Wichtig ist, dass wirklich die Spitze da oben, da tut das so genau, ist jetzt auch nicht. Das ist ein bisschen eine gräberige Arbeit, aber trotzdem. Und das kann man eigentlich gut halten, so also, mit dem Knie. Und dann einfach runterziehen. So, und das ist dann unser 45 Grad Winkel und da schneiden wir dann mit dem Motorsäge so und dann, wie nennt man das noch? Überplattung, in der andere erinnert ist noch, ja, ihr wisst was ich meine, das wird dann so zusammengestickelt und da ist dann, wir schneiden jetzt mit dem Motorsäge die 45 Grad, aber dann ist das eigentlich eine saubere Sache. Ja, muss man sich auch dabei Obacht geben, weil der 45 Grad Winkel halt noch dran ist. Normal ist es wurscht, weil das kann man so drehen und so drehen, das ist dasselbe. Aber trotzdem, alle bei Obacht geben, wenn ich einen Stamm verschneide, dann ist er hier und das ist schon dafür. Also, gut, ich schneide jetzt das mit dem Motor, ich habe die 45 Grad und dann tue ich weiter ausklinken. Jawohl. So gerade wie möglich schneiden, jetzt passt es unten wieder nicht mehr zusammen. Oh, das schaut gut aus. Das schaut gut aus, jawohl. Jawohl, mittlerweile ist ein bisschen vergangen. Habt ihr gesehen, wir haben aufgestellt, die Geschichten, die Winter.
Und, was soll ich sagen, hat hingehauen. Ich hab das auch gesehen, peu à peu. Und jetzt möchte ich euch kurz noch das Endresultat zeigen, was jetzt geworden ist oder was jetzt ja, übergangsweise geworden ist. Weil ganz ist noch nicht fertig, aber ich sage mal so zu 95%. Also schauen wir es uns einmal an. Wie gesagt, wenn man das vorher und nachher vergleicht, schaut das erste Video an. Ich verlinke es euch in der Videobeschreibung nochmal, wie das davor ausgeschaut hat und wie es jetzt ausschaut. Da ist das ein Unterschied bei Tag und Nacht. Also wir haben jetzt da einen Oberweiher und da haben wir einen Unterweiher, da ist jetzt schon Wasser drin. Da haben wir schon Wasser angestaut. Wunderbar, da haben die angemähten Muschkalmen oder Rohrkalmen, ne, noch drin. Die schwimmen jetzt nacheinander. Dann oben wird es, unten ist Schleisen, so schaut das Schleisen aus von der Weiden, gehen wir nachher oben. Da schwimmt es nach oben und da kann man es unten rausfischen und irgendwann ist der wieder mit reiner Wasser, der Weiher. Ist noch nicht ganz fertig angestaut, aber fast. Also ich stehe jetzt da auf dem Eck herum und so schaut das Eck aus. Ja, ist ziemlich hoch geworden, 1,60 Meter, 1,70 Meter hoch. Und immer, wie ich am Plan gesagt habe, Ebene für Ebene, aufgeschichtet oder hochgebaut, sag ich mal. Da haben die Stäß drin. Hat auch alles wunderbar hingehauen. Also, ich habe nach dem Plan gearbeitet beim Anbinden und es hat eigentlich alles gepasst. Also, ich habe jetzt da nichts, was ich noch ein bisschen nachschnitzen natürlich, aber so grobe Sachen, wenn man nachschneiden hätte, man waren jetzt da eigentlich nicht da. Ja, der untere ist fast im Wasser, der wird auch noch komplett im Wasser verschwinden, der untere Querbalken. Das heißt, der untere ist sowieso stockt nicht zusammen, weil der unter Wasser ist und dann ist er konserviert. So, und wir haben aber noch Potenzial. Also wenn man unten anschaut, wir könnten da auf alle Fälle noch sauber auffüllen, links und rechts von der Schleisen, ja, dann könnte man da mindestens noch einen halben Meter nur hochstauen. Danach zeige ich euch unten den Durchlauf und Schleisen. Aber als erster haben wir da, wie gesagt, das ist das Eck, der erinnert. Ist alles aufgefüllt. Da erinnert, ja, dazwischen, wie ich gesagt habe. Die Querbaum, die haben praktisch immer mit Eisennägel oder Stahlnägel auf die Zangen draufgenagelt. Also da ist zum Beispiel einer mit langen 31er Nägel, haben die da durchgenagelt. Und darum habe ich da auch von der Dimension her solche, ja, so 20er, 25er Balken, Querbalken genommen, dass auch die Nägel gescheit sind. Da fällt allerweil wieder was nach, das ist auch gut so, weil dann wird das Stahl hart, das ist jetzt schon hart, da kann man reingehen und da fällt da nichts, das ringt schön ein. Und da fällt es aber wieder nach und nach kommt da immer wieder was drauf und ganz oben, also jetzt kommt fast nichts mehr drauf, es kommt jetzt oben noch eine Erdschicht drauf, weil ich möchte da was reinpflanzen, also da erinnert was reinpflanzen, dass da wirklich was wächst. Also weiß ich noch nicht was, vielleicht hat es jetzt eine Idee, was man da reinpflanzen kann, schreibt das gerne mal in die Kommentare rein. Ich habe mir das gedacht, Himbeeren, Brombeeren, irgendwie Nutzpflanzen waren gut. Ein Mais und ein Gersten. Ich glaube, ich wachse da nicht, oder? Aber war nicht schlecht, ne? Aber schaut sehr wunderbar. Da werde ich noch was reinpflanzen, da links hier hinten, das wird auch noch mit Erden aufgefüllt und das wird ein schöner Rasen. Und da hier hinten wird das alles nur ein bisschen, da geht jetzt das neue KG-Rohr raus, da wird da alles noch ein bisschen mit Erden angeglichen, dass das ein bisschen schön die Böschung einfällt. Und dann kann man da auch was so sein. Genau, da hinten, das ist alles noch ein bisschen wild, das wird alles noch weggemacht dann. Und da geht jetzt unser KG-Rohr durch unser neues, also das andere war ja vorne, da geht hier hinten das neue durch. Da habe ich jetzt da einfach ein KG-Rohr durchgelegt, ja, eigentlich im Wasser, also im Wasser gelegt. Dadurch, das schaut da vorne aus. Und da hier hinten habe ich sozusagen einen 90 Grad Bogen einmal auf das KG-Rohr drauf gesteckt und dann habe ich einen Stutzen drauf, so hoch, so sind das 20 cm, und dann nochmal 92 Grad Bogen, die habe ich nach unten schaue. Das ist eine Art Siphon halt, also Siphonfunktion. Ich wollte nicht unbedingt, dass das Wasser direkt in den Stutzen einläuft,
weil da schon oft einfach kleine Anteile eingefallen sind, also kleine Stockanten, und die hat es durchgeschwalten, haben da unten Tasse gefahren und haben nicht mehr zu der Mutter gefunden. Und das mache ich jetzt auch. Also darum habe ich da die zwei Beinger so drauf gesteckt, weil dann im Prinzip das Wasser genauso anläuft. Das läuft halt durch deren Bogen rein und dann staut er sich bis zu dem Scheitelpunkt an und dann fällt es oben das Wasser. Und dann kann auch kein Anteil mehr rein fallen, weil ja keine Öffnung mehr da ist. Genau. Und dann kann auch kein Dreck mehr reingehen, weil das sollte, die Öffnung, wo das Wasser einläuft, sollte eigentlich immer unter Wasser sein. Und der Dreck oder Wosen, so zeigt er, das schwimmt meistens um, oder ein Holz, das was ich verkeilen kann und das Rohr verstopfen kann, das schwimmt aber um, und darum kann das jetzt auch nicht mehr passieren. Gleiche Prinzip mache ich unten, da gehen wir dann auch noch oben. Genau, so schaut das jetzt aus. Das ist die Wind. Wie gesagt, kommt noch ein bisschen Erden rein und wird da noch ein bisschen mehr abwäscht, dass das Rohr ein bisschen verschwindet, dann kann man da auch was abpflanzen, fällt das nicht mehr so auf. Und im Prinzip schaut der Wind noch so aus, wenn man sich das so schaut. Und ich glaube, dass das hier halt ewig, weil bis das die zusammenstocken, das dauert ewig und die haben ja gleich dann wieder raustauscht. Ja, mein, selbst wenn das Holz jetzt die Baumstamm zusammenstocken, dann ist es auch wurscht, weil die halten trotzdem noch her. Also wenn jetzt so einmal das ein bisschen anstockt von der Seite, einer stockt, dann haben die trotzdem noch, die halten her wie die Sau, die vergängen, möchte ich sagen, nie so richtig. Und wenn es wirklich vergängen, dann kann man es austauschen. Also das ist ganz einfaches Prinzip mit den Nägeln. Du hebst mit dem Rückenwagen, greifst hin, hebst hoch, das reißt Wasser, kannst austauschen, neu aufbauen oder davor hinbauen, dann ein nächstes. Also das halt ewig, möchte ich sagen. Warum? Weil das auch kerngeschnitten sind. Also das habe ich bewusst so ausgewählt, weil einfach kerngeschnitten halten am längsten. Das haben sie früher auch alle weit gemacht. Da, wenn man alte Stadel schaut, das sind alles kerngeschnittene Balken, weil einfach die am längsten herhalten. Und darum da ganz wichtig kerngeschnitten und nicht entkernte. Also entkernte haben eigentlich falsch. Sonst sagen sie aber, wenn ein Kern drin ist, das ist schlecht, weil das Holz, das riert sich zu voll und so weiter. Ist eigentlich ein Krampf. Also kerngeschnittene Balken haben nicht prinzipiell was Schlechtes. Ich habe jeden einzelnen Kern geschnitten, auch die Zangen, weil die dann am längsten einfach herhalten. Weil da vom Kern raus ist das Holz einfach am dauerhaftesten. Das hält her, das hebt wie die Sau. Ne? Weil da ist es jetzt auch wurscht, wenn sie das jetzt da verzeigt oder was weißt du, wenn es drauf regnet und wenn es austrickert und schwindt und gewölbt und dann verzeigt es ein bisschen, ist es da wurscht. Also klar, beim Möbel muss der Kern raus, weil der riert sich. Aber da heraus, im Außenbereich, da die immer kerngeschnitten nehmen. Immer. Also egal, wo sie da bauen darf. Genau, also das war jetzt der Wind und jetzt schauen wir noch schnell zur Schleisen runter. So, Schleisen ist im Prinzip dasselbe, nur bloß ein bisschen kleiner, weil da hat es noch ausgeladen mit der Freude. Aber trotzdem, selbes Prinzip. Da wird noch mehr Aushub hergefahren, dass wir das noch mehr da abwäschen, dass wir die Kurven schöner zeigen da, dass das richtig herhält da. Ja, und da ein bisschen hinarbeiten, dass das auch noch gut herhält und gut dicht ist. Aber im Prinzip schaut es so aus. Da haben auch, also da haben vier Ebenen, da haben jetzt drei noch hier rassen. Eins ist schon komplett unter Wasser. Da wird auch nur ein Querbaum unter Wasser sein. Auf alle Fälle, so ist es gedacht. Auch selbe Prinzip, wie gesagt, aufgefüllt. Und da wird auch immer wieder aufgefüllt. Da oben kommt auch Erdreich noch rein. Da kann man da auch was abpflanzen. Da fällt das nicht so auf. Und da geht ein größeres Rohr durch. Das geht noch da raus. Auch im Wasser eingelegt und im Prinzip da ist jetzt momentan auch bloß einer ins Grabbogen drauf. Da kommt aber dasselbe Prinzip nach vorn wie oben mit den zweimal in 1 Grad noch drauf, dass das so eine Art Siphon ist. Genau, da habe ich ein paar Steine hergekriegt, dass man unten dann auch den 1 Grad Bogen leicht wieder rausziehen kann, ohne Gummi, da ist kein Gummi drin, auch oben bei der Überfahrt, da ohne Gummi einfach draufgesteckt.
Sonst bringst du den nicht mehr raus. Und wenn man den einmal alle macht, der Weiher, dann sollte man das relativ leicht rausbringen. Also das heißt, den 90 Grad Bogen im Wasser ziehen, dann läuft das Wasser ab. Und das KG-Rohr, das ist ziemlich am Grund unten von dem Weiher. Moment, ich habe da einen 90 Grad drauf und dann habe ich einen Stutzen drauf, einen halben Meter. Genau. Nicht bloß 90 Grad, sondern einen Stutzen mit einem halben Meter. Und bis dahin steigt das Wasser dann auch hoch. Aber momentan, ja, ist es gefroren, da läuft nichts gescheit nach. Aber so hoch wird es noch. Also das heißt, das geht schon noch 20 cm auf, auf alle Fälle. So, da wird auch noch mehr oben stehen, da einer, dass die Kurven schön wird. Und da auch noch ein Erdreich drauf, dass man da auch was umpflanzen kann. So, das Rohr geht dann da raus und im Prinzip da oben. Und da unten durch den Durchlass durch und weiter, läuft weiter. Dieser Chrom läuft weiter. Ja, und was geht dann? So, also im Prinzip ist das die ganze Geschichte da. Das heißt, wir haben oben die Überfahrt, ja, dann ist das der Weiher. Und dann haben wir da die Schleisen, wo das KG-Rohr durchgeht und da das Wasser dann läuft. Das heißt, das ist der Kreislauf vom Wasser. Das läuft um einer über den Chrom und unterirdische Quellen drücken auch vom Weiher unten raus, dann wird der Oberweiher voll, dann läuft es durch das KG-Rohr, wenn man oben angeschaut hat, oben in unterm Weiher, dann füllt sich der und dann durch das KG-Rohr läuft es dann schlussendlich da raus. Und da ist dann noch so ein Rinnsal, so ein Versitzbecken da unten durch und dann geht es da weiter. Jawohl, das war es auch schon wieder zu dem Projekt. Das ist ein Zweiteiler gewesen. Ich will nicht gleich den ersten Teil nochmal in der Videobeschreibung von Schleusenbau unten und Überfahrt Stützwand in traditioneller Bauweise. Ich hoffe, ich habe euch wieder ein bisschen unterhalten können. Ich habe euch vielleicht was zeigen können. Vielleicht kostet der oder andere Braucher die Bauweise. Gibt es oft in Holztrast Weg, wo man das so stützen kann. Das ist eigentlich ein, ja, kann man für alles brauchen, so ein Stützwind. Irgendwas anstützen funktioniert. Kann man mit jeglichen Querschnitt machen vom Holz. Also Bauweise ist immer gleich und ich hoffe, es kann einer brauchen. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen und wenn euch meine Videos gefallen, wie alle, bewertet es jetzt positiv und abonniert den Kanal, weil es kommen noch ganz tolle Sachen und das verpasst sonst, wenn es nicht abonniert hat, weil dann merkt es nicht, wenn ein neues Video eingestellt wird. Gell? Also abonnieren, Glocke aktivieren, sagt der eine oder der andere, sonst gilt es nicht. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, habt ihr Servus.